Ja, hallo Leute, ich habe heute vor, euch wieder eine Sammlung vorzustellen, und zwar meine PlayStation 3 Sammlung. Die besteht zurzeit aus 59 Spielen. Ihr habt gestern sicher gesehen in meinem Video, dass ich gestern 5 Neuzugänge hatte für die PlayStation 3, und ich hatte diese Woche, Anfang dieser Woche, 5 Games abgegeben bei einem Tauschdeal. So, ich fange dann mal an mit meiner Sammlung. Als erstes mal mit den japanischen Rollenspielen, die ich habe. Da habe ich einmal für die PlayStation 3 Final Fantasy X und X2 HD Remaster. Ich möchte jetzt nicht zu jedem Spiel etwas erklären, weil es sind einfach zu viele. Dann habe ich für die PS3 Odin Sphere. Dann habe ich Dragon's Crown. Dann Arnor Search Ode to an Unborn Star. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Also wie gesagt, das sind erstmal die japanischen Rollenspiele. Dann habe ich Time and Eternity. Lost Dimension. Ni no Kuni 1, der Fluch der weißen Königin. The Disgaea Triple Play Collection. Da sind 3 Games drauf. Einmal Disgaea 3, Disgaea 4 und Disgaea D2. Dann habe ich noch Persona 5. Dann habe ich Hyper Dimension Neptunia, Hyper Collection. Da sind auch 3 Teile drauf. Und dann habe ich den ersten Teil von The Legend of Heroes, Trails of Cold Steel. Wie gesagt, das ist der erste Teil. So, dann kommen wir zu den anderen Rollenspielen, die aber nicht japanischer Bauart sind, sag ich mal. Da habe ich einmal Bound by Flame. Dann Kingdoms of Amalur Reckoning. Arcania The Complete Tale. Risen 2, Dark Waters, Diablo 3, Reaper of Souls, Hunted, die Schmiede der Finsternis. Das habe ich schon sehr, sehr lange, dieses Game in der Sammlung. Seit 2012. Das ist eines der ältesten, die ich habe. Dann habe ich Dungeon Siege 3. Das ist auch schon seit 2012 in meiner Sammlung. Und dann noch Sacred 2. So, fangen wir mal hier. Gehen wir mal weiter. Hier habe ich ein Spiel, das unterstützt die PlayStation Move Controller und ist auf eBay, glaube ich, recht teuer. Ich habe das einmal gespielt, also ist noch so gut wie neu. Das ist ein Jump'n'Run, und zwar der Puppenspieler. Müsst ihr mal auf eBay gucken. Ich glaube, das ist gar nicht mal so billig.
Dann habe ich Ratchet & Clank Nexus. Enslaved Odyssey to the West. Silent Hill HD Collection. Da Silent Hill 2 drauf und Silent Hill 3. Leider fehlt der erste. Under Night in Burst. Witcher Tennis 3. Resonance of Faith. Landwirtschaftssimulator, das ist übrigens der 2013er Teil. Das fing für mich auf den großen Konsolen das richtig an mit Landwirtschaftssimulator. XCOM Enemy Unknown. Margin and the Forsaken Kingdom. Metal Gear Solid 4. Adventure Time. Das heißt übrigens im Namen Finn and Jake auf Spurensuche. Bioshock Infinite. Grand Theft Auto 5. Sniper 2. Ghost Warrior. Call of Duty Ghost. Haben wir noch einen Stapel vor uns. Und zwar ist das hier einmal Castlevania Lords of Shadow 1. Das war ja damals vor 10, 11 Jahren der Reboot von der Castlevania Serie. Leider wurde das ja nicht weitergeführt. Und da ist auch noch zusätzlich Reverie und Resurrection DLC drauf und die Demo von Castlevania 2. Und dann habe ich noch Castlevania 2 Lords of Shadow. Dann habe ich das Boxset von Resident Evil 2. Entschuldigung, Resident Evil Revelations 2. Resident Evil Operation Raccoon City. Was das Game jetzt das nächste wird, das weiß ich nicht. Das findet man gar nicht so oft. Ist ein Horrorspiel und so zwar Siren Blood Cross. Das Besondere an dem Game ist, dass das am Anfang der PlayStation 3 rauskam, eines der ersten Spiele war für die PlayStation 3 und dass das am Anfang nur runterladbar war und dann eine Retail-Version kam. Dann habe ich The Walking Dead, das ist ja das erste Spiel davon. Oh, hier ist noch ein Aufkleber drauf. Warte, sorry Leute, der muss noch mal eben ab. Sowas will ich da ja nicht drauf haben. Das wusste ich gar nicht, dass da noch ein Aufkleber von damals drauf war. Game habe ich jetzt auch schon seit 2013. Zwar ist das ein ab 18er. Okay.
Aufkleber. Das Spiel ist übrigens auf der Wii U am meisten wert. Und zwar, wenn man die deutsche Version hat. Oder die europäische vielmehr. Und zwar ist dieses Game hier The Walking Dead Survival Instinct. Also wenn ihr das mal findet, in der Wii U Version und dann die europäische, das ist sehr viel Geld wert, ist eines der wertvollsten Spiele für die Wii U. Aber das muss die Wii U Version sein. Ganz wichtig. Dann habe ich Resistance Fall of Man, das ist der erste Teil. Dann habe ich Resistance 2. Und wo Resistance 2 ist, da ist auch Resistance 3 nicht weit. Hier sind übrigens die Move-Controller einsetzbar. Dann habe ich ein Game. Damit fing für mich eigentlich das Thema Open World an, für mich persönlich interessant zu werden. Ich war da früher kein Freund von den Open World Spielen, aber mit den nächsten beiden Spielen, da habe ich bin ich auf den Geschmack drauf gekommen und da fand ich Open World Spiele richtig geil. Und zwar das erste Game, die habe ich mir damals, 2014, beide zusammen gekauft. Die waren in der Schublade drin, weil die nicht offen verkauft werden durften. Die sind heute immer noch indiziert, soviel ich weiß. Auch die Definitive-Ausgabe, wo beide Teile drauf sind, für die PlayStation 4. Und zwar habe ich hier Dead Island. Und Dead Island Riptide Complete Edition, da ist das Basisspiel drin, das Survivor Pack und das Fashion Victim. Ist aber nicht der zweite Teil, sondern das ist einfach ein Spin-off. Das hat mir mal mein Neffe erklärt. Und dann habe ich ein Game, das hat eigentlich mit den beiden direkt nichts zu tun. Also heißt es genauso, aber ist vom anderen Entwickler, und zwar ist das Dead Island Escape Dead Island. Das hat aber nichts mit den anderen beiden Spielen eben zu tun. Dann habe ich ein Game, ja, da haben sich viele Filmfans damals drauf gefreut. Das kam 2013 auf den Markt. War aber ein Schuss im Ofen, hat sehr viele Leute enttäuscht, kam von Gearbox Software und wurde von Sega veröffentlicht. Hier sind drauf erstmal 100% Uncut, inklusive Bonusinhalte, 4 spielbare Filmcharaktere, dann hat man einen Flammenwerfer, ich sag aber nicht von wem, und zusätzliche Marine-Ausrüstung. Und zwar ist das Aliens Colonial Marines Limited Edition. Also das ist nicht die normale, sondern eine besondere. Dann habe ich Lost Planet 3. Das war leider der letzte Teil von Lost Planet. Ich fand den allerdings am besten, aber der dritte hat die Fans so enttäuscht, dass die ganze Serie den Bach runtergegangen ist. Dann ein Game, das hatte damals, ich muss hier nochmal einen Aufkleber machen, das hatte damals keine Chance auf dem Ego-Shooter-Markt 2007, weil zeitgleich kam Call of Duty Modern Warfare, der erste Teil, raus.
Und dieses Game war auf der 360 recht gut gemacht. Die PlayStation 3 Umsetzung war sehr schlecht. Und zwar ist das Blackside. Aber ich finde es trotzdem ganz okay. Dann habe ich ein Game, auch das ist eine Filmumsetzung. Es ist nicht sehr gut, es hat um die 50% damals bekommen. Aber ich habe es mir damals gekauft und habe das im Koop auf dem Fernseher gespielt mit meinem Neffen und habe neben ihm gesessen. Das Interessante ist, ich hatte damals Resident Evil 5 mir nagelneu gekauft und dieses Game. Resident Evil 5 habe ich nicht mehr, schon lange nicht mehr. Aber beide Spiele haben ich und mein Neffe damals im Koop gespielt. Wir haben viel Spaß gehabt, auch mit diesem Game. Und zwar ist das Terminator die Erlösung. Sag mal, die meisten Terminator-Spiele in der Spielegeschichte sind alle nicht besonders gut, die meisten. Dann habe ich ein Gears of War Klon. Das ist von Tecmo Koei. Und zwar ist das Quantum Fury. Dann habe ich Duke Nukem Forever. Das Game war übrigens 10 Jahre in der Entwicklung. So lange hat das gedauert. Dann ein Game, das war auch der letzte Teil von dieser besagten Serie. Ist eine Limited Edition, auch 100% uncut. Auch dieser Teil hat einer Serie den Todesstoß versetzt. Die Fans waren enttäuscht, weniger Grusel und zu viel Ballerei. Dead Space 3. Trotzdem finde ich es gruselig. Dann ein Game, das hat für mich in Sachen Spiel was Neues definiert. Und zwar, dass Spiele viel mehr sein können als einfach nur Unterhaltung, sondern dass die auch Emotionen wecken können. Und ich habe damals wirklich geheult. Das allererste Mal, wo ich ein Videospiel gespielt habe, also in der neueren Zeit, ich habe aber ja, vielleicht ich früher mal geweint, das weiß ich nicht, 16-Bit-Zeiten, das weiß ich nicht, aber da habe ich wirklich einen Kloß im Hals gehabt und habe wirklich geheult. Und zwar ist das Heavy Rain. Da gibt es ja schon unzählige Nachfolger, nicht von dem Spiel, aber geistige Nachfolge, Beyond Two Souls zum Beispiel. Oder fällt mir gerade nicht ein, es gibt jetzt ein neueres Spiel für die PS4. Dann habe ich ein Game, das ist der dritte Teil. Und da ist auch der erste und zweite Teil drauf. Und zwar ist das Doom 3 Big Fucking Gun Edition. Internationale Version, uncut, also die ist ungeschnitten. Das habe ich damals nagelneu gekauft. Für, ich glaube, 20 Euro beim Real. Dann habe ich Mercenaries 2 World in Flames. So, und das waren meine ganzen 59 PS3 Spiele. Ja. Eins fehlt mir noch, dann habe ich 60. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei meinem Video. Bitte habt Verständnis, dass ich nicht zu jedem Spiel ausführlich was erzählen konnte. Es sind einfach zu viele. Ich muss jetzt demnächst nochmal meine 3DS-Sammlung vorstellen. Ich glaube, die habe ich noch nicht vorgestellt. Bin mir aber nicht ganz sicher. Und meine auf PlayStation 4, glaube ich, hatte ich schon vorgestellt oder auch nicht, bin mir jetzt nicht sicher. Auf jeden Fall, wie habe ich schon gezeigt, Wii U, Switch, bei PlayStation 3 jetzt, DS habe ich vorgestellt und ja, mal gucken. Ich denke, ich habe jetzt so ziemlich viel vorgestellt.
viele Sammlungen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Sammlungsvideo meiner PS3-Sammlung. Ich wünsche euch eine wunderbare neue Woche morgen, die dann starten wird. Und dass ihr auch geile Spiele findet, wenn ihr danach auf der Suche seid. Und ich sag dann mal ciao, ne? Ciao.